Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir starten heute mal eine Game of Loser Session im Olympiabad. Wir haben heute ganz viele Leute dabei. Wir sind ein großes Team. Wir spielen einen Game of Loser mit 6 Leuten. Könnte etwas länger gehen, aber ich würde sagen, wir starten mal, machen FIFA Flu. Schauen wir mal, wer als erstes anfangen muss. Schere, Stein, Papier. Oh. Die beiden machen wir den ersten Okay. Zeit los. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, Feder darf anfangen. Ich nicht, Dritter. Dritter. Die Ersten werden die Letzten sein, merkt euch das. Ich habe auch noch was Wichtiges zu sagen. Ich bin unglaublich horny. Okay, unsere Session geht nur mit 5 Leuten los. Aber egal, Peter fängt an. Ich bin Zweiter. Dritter. Dritter. Vierter. Ossi ist Letzter. Let's go. Fangen wir mal an mit einem Deck mit Kalk. Bene spielt nicht mit, aber Bene macht unseren Schiedsrichter heute. Also schauen wir mal, ob der zählt. Clean! Kann man den zählen lassen? Der zählt. Nice! Der zählt? Der zählt nicht! Yes! Ja, ich weiß ja nicht. Weißt du nicht? Der hat ja angefedert. Ja. Wir haben doch gesagt, wir dürfen nicht anfedern. Nicht! Okay, als zweiten Trick machen wir was Chilliges. Wir machen Double Side Flip. Wir sind früh aufgemacht. Yes! Was gibst du vor? Delfin. Delfin. Clean. Wir müssen jetzt mal ein bisschen anziehen. Das heißt, ich mache was ein bisschen Schwieriges. Anderthalb Salto im Powerbach und eine halbe Schraube. Ah, okay. Ausführung. Oh, junger Mann. Also Bernd hat schon den richtigen Trick gezeigt, aber er hat uns auch gezeigt, wie man ihn nicht machen soll. Und Ossi zeigt uns jetzt, wie man ihn richtig macht. Hoffentlich. Oh ja, so macht man ihn. Okay, Peter hat den Buchstaben genommen. Ich bin der Letzte, der es versucht. Ich habe den Trick auch noch nie gemacht, aber der Versuch ist es immer wert. Mentale Vorbereitung bei Bene filmt für einen sehr, sehr... Ja, und auf die Fresse, genau. Naja! Let's go! Yes. Andere Ausführung, meiner Meinung nach schöner, der zählt, hätte ich gesagt. Ja, also Bert hat gesagt, es wird ein bisschen angezogen. Ich ziehe die Schraube noch ein bisschen fester an. Wortwörtlich, denn wir machen jetzt ein Trümmerpool. Rückwärts 3 Schrauben. Ich hole mein T-Shirt. Freust du dich? Ich freue mich total. Ich hasse Trümmerpool. Ich hasse ihn. Und der ist fett auf dem Rücken. Ja, der war schon ein bisschen zu wenig von der Schraube, also mit 2,5 statt 3, somit zählt er nicht. Der war. Ja, was denn da? Oh, Junge. Der zählt. Ja, machen wir mal ein flippes Gespräch. Clean. Ist der gestreckt? Ist okay, der zählt? Ja. Schiedsrichter, zählt der? Man kann zählen lassen. Ja, gerade noch so. Ah! Ja? Weiß ich nicht. War Pike eher, gell? Hätte ich auch gesagt, Pike. Erster Buchstabe, Ossi. Echt? Ja, war Pike. Scheiße.
Das war leider auch ein Pike. Ah, nee. War auch eher abgehetzt. Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fand Petersen wirklich nicht schön, aber der war noch eher gestreckt. Das war schon eher Pike. Ja, also auch ein Buchstabe. Ich hab's Springen und Schleudern ist der Trick. Bloß mach keinen Dreifachen. Naja. Also Bene sagt schon mal, weiß er nicht. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn auch gut. Deiner war auch gut, aber eure beiden waren sehr, sehr synchron. Also ich fand Bene gut. Jawohl! Wurde mein Trick durchgelassen. Finde ich aber gut. Nach extremen Recherchen von einer unglaublich gut ausgebildeten Community haben wir uns entschlossen, dass Benes einer zählt und Bert ist einer nicht und ich bin scheiße. Also ich habe mich für einen Trick entschieden. Ich, ich wähle den Rudi Haare. Yes! Jetzt schon, der geht voll auf die Fresse, ne? Der wird so aufs Maul gehen und wenn nicht, dann... Nee, ich sag lieber dich. Oh ja! Hey, was willst du? Nicht so ausgesehen. Denkt sich denn so ein Müll aus, Bene? Wirklich? Ich bin sowas aber noch gerne von Hans. Ja, wirklich so. Yes! Ah? Ja, war eher ein schneller von Hafen. Also Rudi Haara wird schon ein bisschen mehr getackt sein dann am Ende, aber immer noch ausprobiert. Ich würde von Rudi machen, damit ich auch irgendwas Besonderes mache. Ja, also nach kurzen Recherchen haben wir jetzt entschieden, er zählt, aber wir sind ein bisschen großzügiger bei den anderen Leuten, also der muss jetzt nicht perfekt ins Wasser rein sein und dann zählt er auch bei den anderen. Also Jakob hat so einen guten Pool Rudi vorgelegt. Also der Jakob hat so einen guten Pool Rudi vorgelegt, da habe ich einfach gar keinen Bock mehr, die Konkurrenz mittlerweile ist zu hoch, ich bin schon ein Pensionist, ich muss mich damit absehen. Und somit bin ich raus aus dem Spiel. Nee, Spaß, also ich habe mir vor ca. 2 Monaten den Fuß verletzt, angebrochen und das spüre ich halt noch gut. Deswegen verabschiede ich mich von der Runde. Bin natürlich noch live mit dabei, weil ich will sehen, wie es die Leute voll aufs Maul legt. Und ja, viel Spaß euch noch. Ich würde sagen, wir haben den Kameramann gefunden. Fuck! Ah, meine Hand! Oh Junge! Oha! Mit Ach und Krach! Mit Ach und Krach! Oh. Der zählt nicht! Ja, ich hab selbst in die Scheiße geritten. Komplett verfehlt. Ich hab gewusst, dass er es nicht schaffen wird, als er das zweite Mal angefangen hat anzupfen, weil dann funktioniert es nicht mehr. Niemals. Die ganze Gruppe hat den Buchstaben kassiert. Außer ich bin rausgeflogen. So, wer ist als nächstes? Wir probieren jetzt einen Undertime-Rohr. Anderthalb Schrauben. Also eine Schraube mehr als den Sparrad. Also ein Dreifachsalto. Nein. Ach komm. Oh! Ah! Junge! Alles gut. Ich habe kurz Angst gehabt, dass wir das Trommelfeld zerfetzen. Ja, das wäre sowas gewesen. Es sieht noch gut aus. Alles gut. Also der zählt auf jeden Fall nicht. Aber schöner Fail. Schöner Fail. Ja, wir sind leider Pussys, wir machen den nicht. Den hat leider eine schöne raus. Vorgabe gemacht. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nachmachen. Also, Pussy ist in dem Fall deutlich zu wenig, weil ihr habt den Neo auch noch an. Ja. Etwas so, eine Maus ist männlicher, also. Ich bin leider jetzt raus. Also ich muss mein Mikrofon hier noch ins Ohr stöpseln, damit ich von der Jury die Ansagen bekomme, was ich jetzt als Vorgaben machen muss. Einen Moment. Du bist schwul. Ich mach voll aufgestreckt.
Trick für die nächste Runde, die beiden müssen Triple Zeit machen. Der war clean. Ja, also den Triple Side, den lasse ich lieber in Redes Hand. Den mache ich nicht. Das heißt, ich bin leider raus. Okay, also Peter nimmt den vorletzten Buchstaben und du darfst jetzt entscheiden, was du ziehst. Wir probieren mal noch mal ein bisschen kreativeren Sprung Suki als Pike. Im Backflip sozusagen. Okay, okay, interessant. Der Suki Pike hat anscheinend gezählt. Nach ausgeklügelten Recherchen von Bene, dem anderen Bene hat es gezählt. Ich hau jetzt einen Triple Front raus und beende das Ganze hier. Der war ein bisschen drüber. Wann kommen die 3,5? Ja, let's go. Auch ein bisschen drüber, aber der zählt, glaube ich, trotzdem. Ja, damit sage ich Ciao. Tschüss. Ah! Das war's dann mit den letzten Sprüngen. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like unter diesem Video da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute. Haut rein.